Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jetzt ist Schönen Nebel wieder rum. sonnigen Montagmorgen. Hier ist Nebel, du. Alles wie am Samstag. Gleiche Ja, macht Soße. doch nichts. Hier ist die Sonne schon durch, weil ich wohne ja auch ein paar hundert Meter höher. Also von daher, die Kraniche sind auch durch. Wir lassen den Winter kommen. Der Winter ist unterwegs mit mächtigen Schritten überall. Andere sind auch unterwegs. Viktor Putin begrüßt die Wahlentscheidung in Georgien. Dass der Mann die EU repräsentiert, ist ja sowas von unwürdig. Ja. Also der kann gar nicht einfach eigenmächtig da hinfahren. Was ist das auch? Was ist das für ein Gehabe? Ja. Naja. Man ist entsetzt, man ist entsetzt, ja. Ich bin nicht entsetzt, ich bin ganz einfach nur konsterniert. Das ist außerhalb jeglicher diplomatischer Verfahrensweisen, dass der da einfach hinfährt und einer Regierung gratuliert, wo durch die Gazetten gegangen ist, dass die Wahlzettel zu Hunderten da in die Urnen nachträglich gestopft haben. Ja. Ja, das kann doch nicht sein. Also sorry, entweder wir nehmen die Demokratie noch ein bisschen ernst oder wir lassen es gleich und dann machen wir aber dann auch die Grenzen auf, ne? In Merkel-Manier, aber dann bitte schön nach Osten für die Westerweiterung von Russland. Ja, nee, wir sollten da wirklich Orban mal richtige Stoppschilder hinstellen. Wir haben damals den Weg freigemacht für Artikel 7-Verfahren, wo es kein Geld mehr gibt. Schluss mit der Ja. Zahlerei an diesen Autokraten, das geht so nicht. Ja, der findet es ja auch gut anscheinend. Demnächst kommen ja Nordkoreaner an die Front in der Ukraine. Ich habe gehört, die Amis, die haben 20.000 Bodybags geliefert nach Russland, weil die selber nicht in der Lage sind, so was Hochkomplexes herzustellen. Das kann ich mir gut vorstellen, wäre ja auch sinnvoll. Also ich meine, die Zahl derer, die da demnächst angeliefert werden, werden hoch werden. Ja, die KI ist langsam, aber sicher auch da angekommen. Ich finde, wir müssen die Ukrainer unterstützen. Close the skies ist ganz wichtig. Es muss endlich der Luftraum über der Ukraine dicht gemacht werden. Man muss heute überlegen, ob man nicht Iron Dome auch in die Ukraine liefert. Also wenn die Nordkoreaner Menschen liefern, sollten wir Technologie liefern, und zwar mal richtig. So sehe ich es auch. Über 500 Gleitbomben sind niedergegangen. Diese Gleitbomben gleiten einfach irgendwo hin. Sie sind nicht steuerbar auf militärische Ziele oder auf Brücken oder sonst was, was militärisch von Nutzen sein kann. Die fallen da einfach Nazi-Technologie. irgendwo in der Nähe runter, ja, nach Ja, 50, 70 oder 100 Kilometern. Das das ist und der alles. Putin sagt ja auch ganz offen, er ehrt ja seine Soldaten, die genau das machen. Nämlich Ja, zivile Ziele ja, angreifen. ja. Das auch mal. Nee, also der Krieg ist trotz Nebels oder Sonnenschein nur noch erschreckend, und Putin will einen Weltkrieg, das bringt er deutlich zum Ausdruck. Und dann will die SPD in Brandenburg mit Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaines Putin-Partei koalieren. Ich verliere den Glauben. Also mich verliert da jemand als Wähler, wenn man da so weitermacht. Da Also habe da ich. müssen wir unseren SPD-Leuten auch mal sehr deutlich sagen, bundespolitische Themen haben in Koalitionsverträgen auf Landesebene nichts zu suchen. Ist nichts zu vereinbaren, noch nicht mal in der Präambel. Dass wir alle den Frieden wollen als Demokraten, Ja, Mann. das muss man nicht extra in einen Koalitionsvertrag reinschreiben, Nee, ja? aber wenn du so einen Kriegstreiber da gegenüber hast, der überall anfängt, Stunk zu machen, der eigentlich schon in seinem Bunker gesessen hat, hat man ja gesehen, als er die Ukraine überfallen hat in seinem Atombunker und darauf gewartet hat, dass die NATO ihn attackiert. Ja, also sonst, nee, ich sag, ich rede nicht weiter, ich würde mich nur aufregen. Also, wir schicken die Sarah und den Oskar nach Russland. Da kann ja Gerhard Schröder noch ein bisschen helfen, sind ja alte Parteifreunde oder Genau. zumindest Ja, ideologisch wie einfach alle verwandt. Zwillinge. Und dann soll die dafür sorgen, dass die Mittelstreckenraketen in Kaliningrad zurückgezogen werden, dass die Genau. Westerweiterung Russlands abgeblasen wird.
Ja. Und dann kann man mit denen auch verhandeln über irgendeine Regierung. Ja. Nein, aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich werde, sollte es da zu irgendwelchen merkwürdigen Koalitionen kommen, meine Konsequenzen daraus ziehen, aber deutlich. Ja, ich werde das auch in einigen Postings sehr deutlich machen. Ja. Da müssen wir mal Tacheles drüber reden, genauso wie wir Tacheles drüber reden müssen. Jetzt sagt mir am Wochenende auf dem Seminar, auf so einem KI-Seminar, diese blöden Cookies überall, immer muss ich die abwählen. War so eine ganz intelligente. Ja, was wollen denn die Leute danach? Für die ist das wirklich Neuland. Das ist noch schlimmer Neuland, als für Merkel das war. Das stimmt, ja, aber die Leute müssen jetzt endlich mal verstehen, dass das Recht, überhaupt Cookies abwählen zu können, ein europäisches Recht ist, was sinnvollerweise eingeführt worden ist, damit Meta, Google, Tesla, Amazon und Co. sich nicht weiter einfach alle Daten abgreifen können. Was glauben die, für Wenn was nur die 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 Apple kriegen? das wären, wenn nur die das wären. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Ich Ja. habe einmal versucht, einen Artikel lesen zu wollen in der Regionalzeitung und habe sie dann alle aufgeklappt. Und Ja. dann habe ich, als ich sie alle aufgeklappt habe, habe ich Ja. das alles abgespeichert und umformatiert. Ich bin auf 750 Anbieter gekommen, die alle ein Interesse haben an Ja. unseren Daten. Und ich kann sie gar praktisch gar nicht abwählen. Wie Ja. soll ich das machen? Um diesen Ja. einen kleinen Artikel Ja. lesen zu können, sitze ich eine Stunde und mache Häkchen weg. Ja, Das ist, also und beim nächsten Artikel muss ich es wieder machen. Rudi, ich habe das damals, als du das gemacht hast, ja aufgezeichnet, habe da ein kleines Video draus gemacht. Das werden wir auch heute verlinken. Und wir werden weitere Videos, wir werden ein neues Format aufmachen. Hör mal zu! Wer will denn das? Hör zuhören. Wir wollen schwätzen. Alle wollen sie nur kommentieren, kommentieren, kommentieren. Keiner will zuhören. Mir ist ja beides recht, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir werden euch was Neues anbieten. Seid gespannt drauf. Im Laufe der Woche werdet ihr die Möglichkeit haben, Themen nochmal ganz anders wahrzunehmen als durch unsere morgendliche Runde hier. Und da werden wir das etwas feiner aufarbeiten. Also heute erstmal unten hier das Video zu den Cookies. Wie viele Cookies man bei einer Tageszeitung so nebenbei mal genehmigen soll. Spionage vom Feinsten. Um den Artikel dann nicht zu kriegen, weil hast du es gemacht, Ja. steht da plötzlich Plusartikel. Und da musst du Genau. doch dafür zahlen. Ja. Ja, diese Verarsche, weißt du, das können sich die Regionalzeitungen Bauernfängerei. allesamt in die Haare schmieren. Ich mache da nicht Ja. mehr mit. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ja. Das war der Titel, den man damals bei Eduard Zimmermann dafür hatte. Machen wir nicht mehr mit, genau. Kriegt ihr aber Infos dazu. Also. Erzählt es auch weiter, wenn ihr da was gelernt habt. Das ist wichtig für uns, dass wir so ein bisschen. Wir bieten euch künftig auch am Wochenende was an, aber auch dazu im Laufe der Woche ein bisschen mehr. Wir schauen, was wir hinkriegen. Das ist nicht viel, aber es Naja, ist wir auch sind nicht ja auch nur besonders zwei, hilfreich. Rudi. Wir sind ja auch nur zu zweit, ne? Aber damit gehen wir den Tech-Giganten gehörig auf den Senkel. Ja, das merkt Okay. man schon. Rudi, was haben wir heute noch? Haben wir noch was? Ja, wir haben einen ganz schönen sonnigen Tag vor uns. Genau. Rausgehen, bis Donnerstag hält das schöne Herbstwetter an. Rausgehen, nochmal was schnappen, was Positives schnappen, bevor Genau. der Schnee fällt. Trink noch mal draußen einen Kaffee, ne? Genau.